Holocaust-Gedenktag. Auschwitz als Auftrag an alle Generationen. Kindertransporte. Die unbegleitete Flucht von Kindern und Jugendlichen 1938. Dream Road. Der Weg zu mehr Empowerment von Romnia und Roma. Durch die Sendung führt Aida Sticker. Guten Tag und willkommen bei Heimatfremde Heimat. Für Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau war das Leben nach dem Geschehenen einer neuen Zeitrechnung unterworfen. So etwa auch für Hermann Langbein, den Gerechten unter den Völkern. Jeder Tag musste genützt werden, um das Erlebte öffentlich zu machen, um für Gerechtigkeit und Mahnung zu sorgen. Doch auch heute noch werden Jüdinnen und Juden auf offener Straße beschimpft und attackiert. Für die jüdischen HochschülerInnen eine alarmierende Tatsache. Anlässlich des bevorstehenden Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Jänner ist meine Kollegin Sabina Zwitter der Frage nachgegangen, ob und was die österreichische Gesellschaft aus der Geschichte gelernt hat. Nachdem Hitler seinen Krieg begonnen hat, füllten sich die Lager in einer vorher unbekannten Stärke. Das musste alles genau registriert werden, alle Karteien mussten in Ordnung gebracht werden. Das Heiligste für in allen Konzentrationslagern war für die SS immer der Appell, der stimmen musste. Die Zahl musste stimmen, es darf kein Häftling verloren gehen. Wenn er totgemeldet ist, muss er totgemeldet werden. Aber durfte nicht irgendwie anonym verschwinden in der Kartei. In der Theaterperformance Lebenslang synchronisiert sich der Schauspieler Daniel Langbein mit der Ikone des Widerstandes im Konzentrationslager Auschwitz, seinem Großvater Hermann Langbein, um sich so mit dem NS-Trauma auseinanderzusetzen. Und sie mussten sich auf Häftlinge stützen, die in dem Arbeitseinsatz in der Schreibstube zu arbeiten hatten? Ich glaube, dass für mich genau dieser Schatten oder dieses nicht so wirklich zu sich finden oder spüren, sich ganz spüren können, mich dazu bewegt hat, Schauspieler zu werden. Dass das für mich so der Weg war, auf diesen Schmerz, der da irgendwo ist, zuzugehen, weil ich ihn nur so auflösen kann. Und im Prinzip die gesamte Ausbildungszeit und auch danach geprägt war davon, zu einer gewissen Emotionalität zu finden, die man ja übernommenerweise verlernt hat oder auch verdrängen musste. Bis zu seinem Tod im Jahre 1995 hat der KZ-Überlebende Hermann Langbein Jugendliche über die Verbrechen der Nationalsozialisten informiert. Wie erklärt man Schülerinnen, dass im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1,1 Millionen Menschen industriell ermordet wurden? Wie erklärt man jungen Menschen, dass dort Kinder für medizinische Versuche missbraucht und ermordet wurden? Unter dem Kommando des SS-Schergen Rudolf Höss begann im Juni 1941 die massenhafte und planmäßige Ermordung der Gefangenen. Im September 1941 verwenden die Nazis dabei erstmals das Giftgas Zyklon B. Der Widerstandskämpfer Hermann Langbein unterstrich bei jeder Gelegenheit, dass neben den Jüdinnen vor allem Romnia und Roma in Auschwitz de facto keine Überlebenschancen hatten. Er hat nicht umsonst gesagt, er hat Auschwitz lebenslang. Aber auch in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, wo er versucht hat, Gerechtigkeit sozusagen herzustellen oder zu unterstützen, dass diese Gerechtigkeit auf irgendeine Art und Weise passiert. Weil zu dem Zeitpunkt auch noch sehr viele Täter völlig unbehelligt gelebt haben, was nicht damit aufgehört hat, aber was wenigstens ein Versuch war von ihm, das zu ändern. Und dann hat er die Zeitzeugenprogramme mitentwickelt und hat, ich weiß noch, auf seinem Sterbebett sogar geplant, wo er dann die nächsten Tage zu Schulen fahren wird und dort mit den jungen Menschen sprechen wird. Es gab in Auschwitz unter den Häftlingen eine Widerstandsbewegung. Und diese Widerstandsbewegung hat sich unter anderem die Aufgabe gestellt, Nachrichten hinaus, und zwar vor allem nach Krakau. Krakau ist 60 Kilometer östlich von Auschwitz. Dort gab es eine polnische illegale Gruppe, die eine Möglichkeit hatte, zu senden nach London. Und auf diesem Weg sind Nachrichten über den Vernichtungsvorgang von Auschwitz schon Ende 1942 nach zu den Alliierten gekommen. Hermann Langbein gelang es mit Hilfe des Engels von Auschwitz, Maria Stromberger, einer Oberschwester im SS-Krankenrevier,
eine Nachricht versteckt in einer Haarbürste zu seinem Bruder nach Wien zu senden. Bis heute unbeantwortet bleibt die Frage, warum die Amerikaner, die Russen und der Rest der Welt in Auschwitz erst so spät eingriffen. Und das, obwohl sie wussten und heute klar belegt ist, dass dort ein Genozid vor sich ging. In den Nachrichten aus dem KZ wurden die Alliierten aufgefordert, Auschwitz zu bombardieren. Die technischen Möglichkeiten wären gewesen. Sie haben bombardiert in Buna, 6 Kilometer östlich von Auschwitz. Die Industrieanlagen. Die Industrieanlagen. Sie haben bombardiert in Oberschlesien, wenige Kilometer. Ja. Also das ist für Flugzeug keine Entfernung gewesen. Es hat viele Journalisten gegeben, amerikanische Journalisten vor allem. Die haben nachforschen wollen, warum wurde nicht bombardiert, die Gaskammern, die Eisenbahnverbindungen. Es gab keine befriedigende Antwort, es gab Ausreden darauf. Als mein Großvater in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse begleiten, hat er Protokolle aufgenommen auf Tonband. Und die hat meine Großmutter in einem kleinen Wohnzimmer, dem einzigen beheizten Raum im Winter, abgetippt. Und die Kinder waren daneben, 6 und 8 Jahre alt, die haben das komplett aufgesaugt. Dann haben sie die Begegnungen zwischen Auschwitz-Überlebenden mit meinem Großvater und denen miterlebt und gespürt, wie da, was für Emotionen da hochkommen, die mein Großvater sonst, glaube ich, sehr unter Kontrolle hatte und auch sozusagen zu seiner Strategie gemacht hat, die Sachlichkeit, die rationale Verarbeitung von dem, was da passiert ist. Bitte verhaltet euch doch auch ein bisschen anders, denn viel in eurem jetzigen Verhalten, nicht unterm Hitler, das ist in meinem Empfinden, bitte, oft Provokation. Ich bin nicht Jude und deswegen möchte ich vor euch antworten, weil ich das also wahrscheinlich leichter antworten kann. Das für euch ist das ein bisschen kompliziert. Was sollen die Juden anders machen? Was soll das heißen? Was haben die Juden? Das kann ich gerne. Ja, na was denn? Was denn? Ja, aber bitte in Ruhe. Worin besteht denn die Provokation? Nein, aber das Böse ist doch, dass man jetzt sagt, die Juden sind schuld am Wiederaufwachen des Antisemitismus. Was den allzeit sachlichen Hermann Langbein in der ORF-Sendung Club 2 1986 fassungslos machte, ist bis heute aktueller denn je. Die Jüdinnen und Juden werden in einer Täter-Opfer-Umkehr wieder beschuldigt, zum Beispiel durch ihr Aussehen zu provozieren. Provoziert könnten sich jedoch nur Antisemitinnen fühlen, weiß Sashi Durkow von den jüdischen österreichischen Hochschülerinnen. Das ist eigentlich ein Skandal. Also das bedeutet eigentlich, dass sobald du erkennbar jüdisch auf der Straße bist, ist es eigentlich eine Gefahr für dich, in Wien auf den Straßen zu gehen und sich diese Realität mal eigentlich so vorzustellen, ist eigentlich verrückt. Also das kann es ja nicht sein, eigentlich, dass im Jahr 2021 oder jetzt 2022 Jüdinnen und Juden Angst haben müssen, auf die Straßen zu gehen, weil Neonazis und FaschistInnen auf der Straße hasserfüllte Nachrichten und hasserfülltes Gedankengut verbreiten. Am 9. November 2021, zum Jahrestag der NS-Pogrome, wurde im Wiener Ostarrichi-Park eine neue, würdige Gedenkstätte, die Shoah-Namensmauern, eröffnet. Die Namen von 64.440 in der NS-Zeit ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden wurden in Stein gemeißelt. Wir sind Enkelkinder von Überlebenden. Das heißt, ich würde sagen, dass die Shoah und auch dieses Grenzen- oder generationenübergreifende Trauma ganz klar eine Rolle auch spielt in der Art und Weise, wie wir unser Judentum in Österreich leben. Wir sind mit Shoah eigentlich zu Hause aufgewachsen und mit diesem Trauma oder mit dieser Familiengeschichte dann Menschen auf der Straße zu sehen, die sich gelbe Sterne auf die Brust picken und sich mit den Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus vergleichen, das ist schon eigentlich unglaublich und das besorgt uns sehr. Österreichs Jüdinnen und Juden sind tief enttäuscht, dass die Politik, anstatt Antisemiten zur Raison zu rufen, Öl ins Feuer gießt. Jetzt klagt die jüdische Hochschülerinnenschaft Herbert Kickl. Kickl hat in einem ZIP2-Interview die Testsituation an Schulen mit der systematischen Verfolgung und Ermordung jüdischer Kinder im Nationalsozialismus verglichen. Und mit diesem Vergleich relativiert Kickl den Nationalsozialismus und auch die Shoah
Und das besorgt uns sehr, weil da ein ganz klares rechtes Gedankengut reproduziert wird, ein extremes, auch antisemitisches Gedankengut reproduziert wird. Und wir sehen da eine sehr gefährliche Entwicklung, auch so, dass einfach dieses Gedankengut toleriert und akzeptiert wird. Schauplatzwechsel, Italien. Dass die extreme Rechte die Corona-Demonstrationen als Chance für die Verbreiterung ihrer Basis sieht, ist nicht nur in Österreich so. Und einer der Impulse für den Schriftsteller Veit Heinichen, sich in seinem neuesten Roman mit den Folgen des Nationalsozialismus und des Faschismus zu beschäftigen. Und das grenzübergreifend. Bei einer solchen Recherche kommt man zu anderen Schlüssen als die, die gemeinhin überliefert wurden, auch dass Deutschland der Meister in der Aufarbeitung sei. Mich regt schon allein dieses Wort auf, Aufarbeitung. Als würde man danach sozusagen als Neugeborener leben können. Und dieses Wort ist ein Unwort. Deutschland hat auch nur das zugegeben, zu dem Schluss bin ich gekommen, was nicht zu verschweigen war. Wir treffen den Bestsellerautor am österreichisch-italienischen Grenzübergang in Tarvisio. Eine Ortschaft, wo man schon seit Jahrzehnten einen Hitlerwein oder einen Mussolini-Wein kaufen kann. Für Heinichen ist bedauerlich, dass in der Geschichtsschreibung die katastrophale Rolle des italienischen Faschismus heruntergespielt wurde. Erinnern wir uns, 22 kam Mussolini an die Macht. Und er hat das Modell für Hitler vorgegeben, inklusive des römischen Grußes, die aufrecht gereckte Hand. Und Hitler hat da sehr viel davon am Anfang übernommen. Für Heinichen spiegeln sich in der grenzreichen Region um Triest viele Verbrechen in Europa wider. Der Triestiner SS- und Polizeiführer Odilo Globocnik hat in der sogenannten Operationszone Adriatisches Küstenland die Deportation von Jüdinnen und Juden in das KZ Auschwitz-Birkenau organisiert. Das ultimative Drama sei, dass sich jene, die sich gegen den Nationalsozialismus und Faschismus auflehnten, in die Haare gerieten. Also wie es den katholischen, kommunistischen Widerstand gab, die eigentlich ein Ziel zusammen gehabt hätten, nämlich die Diktatoren zu stürzen und für die Freiheit zu arbeiten. Und genau in dem Moment fingen sie auch noch an, sich gegenseitig umzubringen. Das Problem und das Bestürzende ist, wenn man nach dem sogenannten Guten sucht, wird man nicht fündig. Mir fiel dann wieder ein Zitat ein von Gottfried Benn, der schrieb: Die Krönung der Schöpfung, das Schwein der Mensch. Es ist erschütternd. Man kommt an dem Gefühl nicht vorbei, dass sobald der Mensch eine Gruppe bildet, die sich profilieren kann, er in sich korrupt wird. Ich glaube aber schon, dass es sehr viel leichter ist, auf ein Nachkomme von einem Hermann Langbein zu sein, der sich so verhalten hat und so viel auch hinterlassen hat an Möglichkeiten, sich auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es sehr viel schwerer ist, wenn man weiß, dass da Täter Vorfahren sind. Nun habe ich ja nichts getan dafür, dass mein Großvater Opfer war und nicht Täter. Genauso wenig haben Enkelkinder von Tätern dafür getan, dass ihre Großeltern Täter waren. Wir haben eine schwere Verpflichtung zu tragen, die wir die Lager überlebt haben. Wir wenden uns an die nachkommenden Generationen, dass sie alles tun, damit sich so etwas nicht mehr wiederholen muss. Rund 10.000 Kinder und Jugendliche haben sich bis Dezember 1938 für die sogenannten Kindertransporte angemeldet. Nur rund 3.200 von ihnen konnten jedoch tatsächlich mit einem der Transporte vor den Nazis in Sicherheit gebracht werden. Die Ausstellung Jugend ohne Heimat – Kindertransporte aus Wien, die derzeit im Jüdischen Museum zu sehen ist, widmet sich eben diesen. Sie zeigt zum einen die bürokratischen Hürden und wie schwierig es war, einen Platz auf einem Transport zu bekommen. Zum anderen zeigt die Ausstellung aber auch viele persönliche Geschichten und Schicksale. Manche der Kinder
von damals kommen auch persönlich zu Wort. Wir haben viel Spaß gehabt. Aber dieser Spaß ist zu Ende gekommen, wie Hitler Vorbereitungen gemacht hat, um Österreich zu besetzen. Meine Eltern haben gesagt, du wirst sehen, das wird sehr lustig sein, das ist wie ein Urlaub oder ein Abenteuer. Du fährst mit deinem Bruder in ein anderes Land, du wirst sehen, da sind auch viele andere Kinder und wir kommen eh bald nach. Auf Bitten jüdischer Organisationen entschlossen sich einige Länder, jüdische Jugendliche und Kinder aufzunehmen, allen voran Großbritannien. Sie sollten dort in Pflegefamilien unterkommen. Bis zum Kriegsausbruch im Herbst 1939 verließen 43 Kindertransporte Wien. Ich habe es nicht sehr schwer gefunden, weil ich jung war und gedacht habe, na, ich werde gerettet werden und werde ein anderes Leben haben und hoffentlich werde ich meine Eltern wiedersehen. Aber es war leider anders. Lebensrettende Transporte und zerrissene Familien. Davon erzählt die laufende Ausstellung Jugend ohne Heimat. Kindertransporte aus Wien am Wiener Judenplatz. Die Ausstellung arbeitet mit Gegenüberstellungen und versinnbildlicht die zwei Seiten der Kindertransporte. Eine Seite der Geschichte ist eben dieses harte Auswahlverfahren. Auf der anderen Seite steht natürlich das Überleben, das diese Kindertransporte ermöglicht haben. Dieses harte Auswahlverfahren haben wir versucht darzustellen mit einer Wand voll mit Formularen. Je nachdem, wann man das Kind registrieren hat lassen für einen Kindertransport, angemeldet hat für die Auswanderung, gab es unterschiedliche Formulare. Die meisten Kinder kamen nach Großbritannien, das war auch das erste Land, das sich bereit erklärt hat, Kinder aufzunehmen. Viele andere Kinder kamen aber auch in andere Länder. Also es haben sich dann angeschlossen an Großbritannien, auch Holland, Belgien, Schweden, Frankreich und auch die USA und die Schweiz. Wer sich um einen Platz auf einem der Transporte bemühte, musste etwa körperlich und psychisch gesund sein. In der Familie sollte es keine schweren Erkrankungen geben. Zunächst entschieden noch jüdische Organisationen, wie er fahren durfte. Die haben ganz folgerichtig gesagt, sie müssen die Kinder rausschaffen, die am gefährdetsten sind. Die Waisen, die älteren Burschen, die auch gefährdet schon sind, verhaftet zu werden. Das war ein sehr großer Transport. Im Laufe der Zeit war es aber dann so, dass die Organisationen, vor allem in Großbritannien, gesehen haben, dass es gerade diese Kinder sind, für die sie keine Pflegefamilien finden. Und dann war es so, dass man immer mehr gesucht hat nach Kindern, die auf die Wünsche der Pflegefamilie zutreffen. Ich habe überhaupt große Probleme gehabt, wie ich nach Schweden gekommen bin. Ich meine, ich war das unproblematischste Kind der Familie und überhaupt, dass man sich vorstellen kann in Wien. Aber hier war ich furchtbar. Ich habe jede Nahrungsaufnahme verweigert. Ich habe Schlafstörungen gehabt, bin nicht eingeschlafen, ich bin immer aufgewacht in der Nacht. Ich habe einen Ausschlag zwischen den Fingern bekommen, der so gejuckt hat, dass er oft geblutet hat. Ich war eigentlich aufsässig, auch zu meinen Pflegeeltern. Schon wie ich ein bisschen Schwedisch konnte, habe ich nicht zeigen wollen, dass ich immer stur nicht gezeigt, dass ich Schwedisch kann. Ich habe nicht gesprochen in meiner Familie. Die Kuratorinnen Caitlin Gura-Redl und Sabine Apostolo haben mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen und so die vielen Geschichten zu einer Reise zusammengetragen. Die ausgestellten Objekte zeigen die unterschiedlichen Stationen der Kinder. Ganz ikonenhaft ist eigentlich dieses Schild da. Das ist ein nummeriertes Schild. Jedes Kind hat eins um den Hals bekommen und eins auf dem Koffer. Und manchmal bei Tag der Abreise war das auch eine chaotische Szene am Bahnhof. Manchmal war ein Kind krank und musste ein anderes Kind kurz reinspringen. Und stell dir mal vor, wie hoch emotional der Tag war. Und so, dass es irgendwie diese System von Organisation war eine Art, einen Überblick über die Kinder zu halten, als sie auf den unterschiedlichen Wegen gereist sind. In der Sammlung findet sich etwa auch ein Stiftetui mit einem kleinen Wörterbuch. Denn im neuen Land galt es auch, die Sprache zu erlernen. Auf der Reise, die zwei Tage, wo wir unterwegs waren, habe ich Scharlach bekommen. Nicht? Und ich musste dann dort ins Spital. Die anderen Kinder sind alle weiter nach London mit dem Zug. Und ich bin 14 Tage ganz alleine mit 8 Jahren und ohne ein Wort Englisch zu können im Spital. Nicht? Und das war natürlich schrecklich, weil da war mein Bruder weg und ich war ganz allein. Das war dann erstmalig furchtbar.
Und da habe ich dann angefangen, Nägel zu beißen, da bin ich schüchtern geworden. Wenn jemand auf mich gesprochen hat, bin ich rot angelaufen und so. Das war dann schon ganz arg, das habe ich schon bemerkt. Aber da war eine nette Krankenschwester, die hat versucht, mir ein paar englische Worte, ein paar Brocken beizubringen. Und die hat gesagt, when the doctor comes, you say very well, thank you. Tausende Kinder schafften die Ausreise nicht. Stellvertretend für diese steht das Schicksal von Leo Steiner. Seine Ausreise scheiterte, weil sein möglicher Bürger im August 1939 auf Urlaub war. Leo Steiner wurde 1941 in Litauen bei einer Massenerschießung ermordet. Im zweiten Teil der Ausstellung befinden sich kleine Setzkästen mit persönlichen Objekten, darunter berühmter Persönlichkeiten wie von Schauspieler Otto Tausig oder Helga Michi, der Zwillingsschwester von Schriftstellerin Ilse Eichinger und nicht zuletzt von Fußballspieler Hans Menasse. Die Ausstellung widmet sich auch den sonst wenig erzählten Geschichten. Man hört so viele, so glückliche Geschichten, so erfolgreiche, so faszinierende, abenteuerliche Geschichten. Menschen, die es geschafft haben, ganz groß zu werden in der Wirtschaft, in der Politik oder auch im Kulturbereich. Man hört allerdings viel seltener oder fast gar nicht die Geschichten, die so traumatisch waren, dass sie einfach nicht erzählt werden wollen oder auch nicht erzählt werden können. Es bleiben die vielen unterschiedlichen Erinnerungen dieser Jugendlichen und Kinder als Zeitdokument für die nachfolgenden Generationen. Die schlimmste war, dass meine Altersgenossen alle unter Hitler in der Schule waren und dementsprechend eingestellt, ohne überhaupt zu wissen. Ja, ein Schulkollege sagte mir, na, wenn man einem Juden die Hand gibt, das spürt man. Ich sag, gib mir die Hand. Spürst was? Die Ausstellung Jugend ohne Heimat – Kindertransporte aus Wien ist noch bis Mitte Mai im Jüdischen Museum in Wien zu sehen. Romja und Roma sind immer noch stark von Diskriminierung und Stigmatisierung betroffen. Mit dem im Jahr 2020 ins Leben gerufene EU-Projekt Dream Roads sollen Strategien zur Verbesserung ihrer Lebensumstände erarbeitet werden. Rund 15 Organisationen aus 10 Donauländern sind am Projekt beteiligt. Österreichs Projektpartner ist die Roma-Volkshochschule im Burgenland. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vorurteile über Romnia und Roma nachhaltig abzubauen. Schätzungen zufolge leben in Europa 10 bis 12 Millionen Angehörige der Roma-Minderheit. Nach jahrhundertelanger Vertreibung und Ausgrenzung sind Romnia und Roma, Sintize und Sinti bis heute einer Mehrfachdiskriminierung aufgrund ihrer sozialen Stellung und ihrer Herkunft ausgesetzt. Diese spezielle Form des Rassismus, auch als Antiziganismus bezeichnet, zeigt sich sowohl in abwertenden als auch in romantisierenden Bildern der Volksgruppe. Roma und Romnia wurden sehr, sehr lange zu Zigeunern, ich sage das Wort sehr ungern, gemacht in der Literatur, in Büchern, in Filmen, in der Musik auch, in Songtexten. Und damit sind sehr, sehr viele Vorurteile und Klischees verbunden. Antiziganismus sagt letztendlich, dass man sich genau gegen diese Vorurteile und gegen diese Klischees wenden will. Doch nicht in allen europäischen Ländern ist die heterogene Volksgruppe gleich stark von Diskriminierung und Stigmatisierung betroffen. Besonders prekär ist die soziale Situation für Romnia und Roma, die in den östlichen Ländern Europas leben. Aber auch Österreich ist kein Vorzeigeland, sagt Katharina Graf Janoschka. Denn ein Antiziganismusproblem besteht für mich so lange, solange Roma und Romnia, Sinti und Sintize immer noch mit Vorurteilen, Rassismus, mit Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert sind. Und das ist in Österreich leider immer noch der Fall. Im Gegenteil, die Zahlen steigen sogar. Um Antiziganismus aktiv entgegenzuwirken und gemeinsam Strategien zur Verbesserung der Lebensumstände der Romnia und Roma zu erarbeiten, wurde 2020 das EU-Projekt Dream Road gestartet. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von einer slowenischen Organisation. Im Rahmen des transnationalen Donauprogramms schlossen sich 9 weitere Länder an. Österreich wird durch die Roma-Volkshochschule Burgenland vertreten.
in Österreich ist die Situation so, dass Roma eigentlich Gehör finden an vielen Stellen. Aber wir müssen auch feststellen, dass Roma zum Beispiel in den politischen Vertretungen, vor allem in Land und Bund, nicht vorhanden sind. Also das heißt, es gibt keine höherrangige politische Vertretung, in denen Roma selber ihre Stimme erheben. Ich glaube, das ist eines der Ziele, die wir maßgeblich verfolgen. Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres und ist breit angelegt. Eine wichtige Strategie zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung des Dream Road-Projekts ist die Fortbildung zu pädagogischen Methoden gegen Antiziganismus in Form von Workshops, die Corona-bedingt online stattfinden. Unser Ziel ist es eigentlich, dass wir dann Personen, die diese Workshops machen, diese Trainings machen, auch selbstständig dann Trainings abhalten können, um gegen Rassismus, gegen Antiziganismus erstens mal zu informieren und auch aufklären zu können. Und es wird sehr viel Wert auf die Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten gelegt. Die erworbenen Methoden zur Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit sollen vor allem in Schulen und in den Medien angewandt werden. Die Zielgruppe für die Workshops ist aber breit gefächert. Der wichtigste Punkt sind, dass wirklich Menschen aus der Community auch teilnehmen, weil sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Bereich des Rassismus und vor allem im Bereich des Antiziganismus am authentischsten übermitteln können und vor allem auch ihre Erfahrungen teilen können. Solche Aufklärungsworkshops verhindert Diskriminierungsvorfälle im Alltag. Es liegt in unserer Verantwortung, über unsere Geschichte, über unsere Herkunft zu lernen und weiter zu verbreiten. Vesna Kovacevic ist seit 2012 Roma-Schulmediatorin. Ihre Aufgabe ist neben der Beratung von Schülerinnen und Eltern auch die Vermittlung zwischen Lehrkräften und Eltern. Sie beobachtet vor allem im Bildungsbereich Fälle von Antiziganismus. Sie möchte durch das Dream Road Training lernen, wie man mit Stereotypen umgehen und diese abbauen kann. Als Roma-Schulmediatorin, aus meiner Erfahrung, habe ich gesehen, dass die Lehrerinnen, wenn ein neues Roma-Kind kommt, dass sie erwartet schon Probleme, dass die Eltern haben Angst von Diskriminierung, haben eine große Angst. Aber mit mir, mit einer Roma-Schulmediatorin, ist leichter, weil sie sehen mich als Vertrauensperson. Damit das Projekt auch eine nachhaltige Verbesserung der Lebensrealitäten von Romnia und Roma, Sintize und Sinti erzielen kann, sollen möglichst viele Aktivistinnen und Organisationen mit eingebunden werden. Sie können in der Gesellschaft als Multiplikatorinnen für die erlernten Handlungsmöglichkeiten fungieren. Wir können dazu beitragen, dass sie sogenannte Tools in die Hände bekommen, mit denen sie sich in diese Prozesse einbringen können, in denen sie zum Beispiel bei Schulen in die Lehrpläne oder auf die Lehrpläne einwirken können. Wir können ihnen unterstützende Mittel zur Verfügung stellen, dass sie zum Beispiel im öffentlichen Diskurs realistisch dargestellt werden und nicht immer nur in bestimmten Klischees abgebildet werden. Wir sind dran, genau durch diese Workshops, die es dann in Zukunft hoffentlich auch immer wieder geben wird, wo wir immer mehr und mehr Leute erreichen können, damit dass sie dann an die Schulen gehen, dass sie dort mit Kindern und Jugendlichen sprechen und arbeiten und dann Stück für Stück Vorurteile abbauen. Das ist nicht nur etwas, glaube ich, das uns Roma und Romnia zugutekommt, sondern allen Menschen mit Migrationshintergrund oder die aufgrund von irgendwelchen Dingen ausgeschlossen und diskriminiert werden. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Die Beiträge finden Sie 7 Tage lang in der ORF-TV-Thek. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.